Schnitzlerleiner. Ui. Ui. Au. Ich war geschlafen. Du hast einmal Kopf aus dem Takt. Das ist schwieriger, als es aussieht. Nein! Hui! Aber wir sind besser als vorhin. Das kann ich nämlich daran erkennen, damit wir nämlich immer noch unser Notfall-Medipack haben. So, schießen wir einfach mal wieder nach oben. Zombie-Shooter, wir schießen ihm den Weg frei. Boah, es ist echt krass übertrieben. Also so schlimm war es nicht bei dem Shooter. Und jetzt stellt euch mal dieses Spiel dann noch in Ego-Shooter-Perspektive zum selber zocken. Oder halt hier halt direkt interagieren. Wir wären einfach nur so am Arsch. Es hält einfach kein Spieler lange durch. Weil das einfach zu krass ist. Okay, und jetzt? Ich habe alles zerstört. Ich habe gute Freunde verloren. Und hier gibt es anscheinend kleine Geheimgänge zu geben. Oder? Haben wir die zerstört? Nein. Na gut. Okay, aber wir sind hier schon mal richtig, weil nämlich hier ganz sehr viele Zombies sind. Was gibt es denn noch so zu erzählen? Das Straußenei ist in Bezug auf den Strauß eines der kleinsten Eier der Welt. Ja, Elefanten können nicht springen. Und Delfine sind neben den Menschen die einzigen Säugetiere, die Sex aus Spaß haben. Hui. Okay. Wohin nun? Hier ist ein Zombie.
Ich meine, hier war ein Zombie. Bin ich bestimmt wieder raus. Oder auch nicht. Wohin? Wohin müssen wir nur? Boah. Die Armreinigungskräfte. Hallöchen, die Waldfee. Okay. Mission complete. Die Mission hat jetzt aber doch wesentlich mehr Spaß gemacht, wie die vorhergehende. Okay, das, das Übliche. Dann upgraden wir. Wir kaufen uns mal noch ein bisschen Leben. So. Ja klar, Muni brauchen wir hier. Okay, gut. Weiter geht's! Ich weiß, ich wollte eigentlich schon längst aufhören, aber jetzt macht's doch gerade wieder wesentlich mehr Spaß. Ja. Okay, also was wir hier schon töten können, töten wir natürlich hier. Na gut. So. Was gibt es denn noch so zu erzählen? Wir könnten hier über Zombie-Filme reden. Zombie-Filme. Wenn wir schon ein Zombie-Spiel spielen, sollten wir auch. Wenn es geht, nur dann. Am besten will ich mal über Zombies nur reden, weil wenn ich jetzt hier ein Zombie-Spiel spiele und ich erzähle euch, wie toll doch Pets vs. 2 ist oder ach, keine Ahnung, wie die Spiele heißen, dann, ja. Denke ich, ist das nicht so das gleiche Feeling. Reden wir über Zombie-Filme. Mir ist aufgefallen, damit die Zombie-Film-Dreher, genau, langsam immer mehr durchhängen. Moment, wie spät ist es? Okay. Resident Evil war in Griffins Klo, der fünfte, der Afterlife. Also, ich weiß nicht, ich lasse ich mir doch irgendwo auch ein bisschen an den Kopf und denke mir, hallo, mit noch mehr Matrix-Szenen hätte ich den Film nicht mehr machen können. Aber na gut, das könnte auch einfach nur Geschmackssache sein. Aber auch so, wenn ihr euch Zombie-Filme anguckt, ne? Einfach nur mal zu Zombie-Filme. Und ihr erwischt... Was ist das?